Ja, der zweite Trend, Living Bathroom, startet vor ganz ungewöhnlicher Kulisse. Denn man fragt sich natürlich, wenn man das hier sieht, was hat das mit Living zu tun? Eine ganze Menge, denn das Inside Outside beleuchtet ja eben die Sache vor und hinter der Wand. Und wenn es das hinter der Wand nicht gäbe, dann gäbe es auch nichts davor und insbesondere kein Living Bathroom. Wir wollen mit dieser Trendinstallation eben zeigen, wie bedeutungsvoll für die moderne Badarchitektur gerade der Bereich der Installation hinter der Wand ist. Moderne Montagetechnik erlaubt es, anders als früher, viel freier zu agieren. Wir waren früher sehr fest fixiert auf die Anschlusssituation im Bad. Das sind wir natürlich immer noch davon abhängig. Aber es ist eine ganze Menge mehr möglich, die Objekte im Raum anzuordnen und an der Wand anzuordnen. Ob das Spiegel sind, die in die Wand versenkt werden können, ob das Nischen sind, ob es moderne Installationstechnik ist, die nicht stehen geblieben ist, sondern immer weitergeht, es immer einfacher für den Installateur macht, ob es die Versorgung mit Strom und Wasser ist, auch vielleicht Dinge, die wir noch gar nicht absehen können, die in Zukunft kommen. Und insofern ist dieses Tool der modernen Installationstechnik hinter der Wand ganz entscheidend für das, was vor der Wand passiert. Und das will ich Ihnen zeigen, wie das Ganze dann vor der Wand aussieht. Damit kommen wir zum Thema Living Bathroom. Folgen Sie mir. Ja, und schon sind wir vor der Wand, so wie das Ganze sich dem Badbenutzer darstellt. Und wir sehen eine sehr aufgeräumte Oberfläche, die ist eben möglich, dank dieser Installation dahinter. Hier der Spiegelschrank einmal. Und normalerweise Spiegelschränke, gerade wenn sie viel Stauraum bieten, haben ja eine sehr ausladende Wirkung. Hier kann ich in die Wand reingehen, ohne etwas aufstemmen zu müssen. Ich kann sehr präzise die Elemente anordnen, was gerade für eine saubere Gestaltung enorm wichtig ist. Und das ist eben nicht ganz einfach, wer Badrenovierung hinter sich hat, dass diese Dinge dann auch wirklich genau waagerecht und senkrecht verlaufen. Und ich kann eben durch diese moderne Installationstechnik, die auch zum Teil schon vorgefertigt werden kann, eben deutlich präziser arbeiten. Ich kann die Dinge aufhängen. Ich habe die Möglichkeit, sie zu verstärken, was für das Thema Barrierefreiheit auch ein wichtiges Thema ist. Ich kann Dinge in der Dusche anordnen, also habe deutlich mehr Möglichkeiten. Möglichkeiten, und damit kommen wir genau zu dem Thema, dass das Bad ein Lebensraum wird, Living Bathroom. Wir haben bereits in der Vergangenheit auf den letzten Messen gesehen, dass das Bad möbeliger, lifestyleiger wird. Viele Entwicklungen aus dem Möbelbereich, aus dem Interiorbereich schwappen über. Und das sind einmal das Thema Farben, wie zum Beispiel Grün. Wir haben es bei Green Bathroom schon gesehen. Eine Interiorfarbe, die enorm gekommen ist. Abgesoftet, also es geht nicht um Currygelb, Moosgrün wie in den 70er Jahren, nicht knallig, sondern gedeckte Farben, ein Mix and Match irgendwo auch, Farbigkeit auch bei Armaturen, matt-schwarz. Also ich habe da eine ganze Menge Möglichkeiten, dass das Bad nicht aus einem Guss aussehen muss, sondern dass die Farbigkeit, die Grundwerte im Grunde genommen sich entsprechen. Möbeligkeit auch, dass wir neue Badmöbel haben, wie diese zum Beispiel, die sehr leicht sind, auch das Thema Nachhaltigkeit, Holz aufnehmen. Mit diesem Geflecht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Tunnelstühle, die es natürlich immer noch gibt, also dieses Wiener Geflecht. Also mal ganz andere Elemente aus dem Wohnbereich, die sich jetzt auch im Bad wiederfinden. Ebenfalls bei den Armaturen sehr dezente, handschmeichlerische Formen. Skulptural im Grunde genommen, also dieses weiche Fließende, dieses Runde, was sich auch sehr gut inszenieren lässt. Da kommt das Thema Licht ins Spiel. Lampen leuchten, das ganze Thema Beleuchtung, ebenfalls eins, was dazu beiträgt, eine Stimmung zu erzeugen. Und ein Wohngefühl zu vermitteln, also nicht nur Badezimmerbeleuchtung, dass ich mich morgen beim Schminken da nicht vertue, sondern eben auch eine Atmosphäre schaffen kann, vielleicht mit Dimmer und Ähnlichem. Ja, deshalb hier nochmal der starke Kontrast, das passiert dahinter, das passiert vorne. Ein mögliches Lifestyle-Bad setzt eben eine vernünftige Installation voraus, also auch ein Trend, der dem Motto Inside-Outside auf wunderbare Weise entspricht und das Ganze widerspiegelt. Vielen Dank.